So, und dann herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt, und zwar zu meinem, ja, wie gesagt, neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar habe ich mir dieses Mal rausgesucht, Lego Jurassic World. Ja, ich denke mal, diejenigen, die die ganzen Lego-Spiele auch alle kennen, werden natürlich wissen, dass sie natürlich relativ aufwendig und relativ knifflig sind, gerade mit den ganzen Stats sammeln und... Aber wir werden versuchen, das ganze Spiel komplett auf 100% zu kriegen, das heißt also wirklich jeden Kram da zu sammeln. Mal sehen, ob uns das gelingt. Wir werden mal schauen, aber natürlich soll auf jeden Fall primär die Story das sein, was am wichtigsten ist. Dann gehen wir mal auf neues Spiel. Suchen uns hier einen Slot raus. Und legen los. Schocker auf volle Kraft. Nicht die Wurst. Ja, das finde ich immer toll an den Lego-Spielen, dass die immer so wahnsinnig unterhaltsam immer sind. So, und wir werden erstmal hier loslegen und zwar die ganzen Münzen hier einsammeln. Für das Dach. Man kann ja nie genug davon haben. Es ist natürlich nachher wesentlich angenehmer, wenn man ja alle roten Steine hat und die Dinger sich schon magisch anziehen. Dann macht das natürlich... Ja, ist die Sache viel, viel einfacher. Aber man kann ja am Anfang des Spiels nicht alles haben. Ich werde natürlich hier alles versuchen, hier erstmal zu zerstören. Was zu zerstören geht. Oh, das war ein Type. Nicht gesehen. Jetzt mal erstmal sehen hier. Gott, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie war denn das? Ah, jetzt ist wieder was zum Aufbauen. Benutzt den Schockstab, um ihn anzuwerfen. Genau. Was immer du tust, versuch niemals diese Teile mit der Zunge zu berühren. Gehen wir mal hoch. Das ist klar, dass man Elektroschocks nicht mit der Zunge berührt. Aber das können die ja schlecht wissen. Haben wir hier noch ein bisschen Licht.
hier auch noch ein bisschen. Und irgendwo hier kann man das, glaube ich, auch noch. Wie funktioniert diese Schalltafel? Irgendwo da hinten kann man das noch. Ja, sag ich doch. Habe ich doch gesagt. Da geht doch alles hier. So. Wollen wir mal gucken hier. Elektroschocker auf volle Kraft. So, hier kommen auf jeden Fall diese bis die wieder läuft, bewegt sich dieser Raptor nicht vom Fleck. Diese Steine hin. Dann müssen wir erst mal gucken hier. Wie wir das hier hinkriegen. Ich muss erst mal überlegen hier, wie war denn das hier? Da wickt denn jetzt hier in der Hand. Ich auch mal. Mit ein bisschen Hilfe geht das schon. Lass mich dir einen guten Rat geben. Ja. Aha. Das war aber ein netter Rat. Schon irgendwie schieben? Nee, kann ich immer noch nicht. Keine Angst, ich weiß was. Ach so, der sagt mir jetzt auch dasselbe nochmal. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Oh, jetzt geht der hier runter. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Keine Panik ist gut. Und schieben. Schiebedruck zurücktreten. Die Käfigleiter klemmt. Kann noch mal jemand den Sicherheitscode eingeben? Na, das mache ich doch glatt hier. Viel Glück. Ich komme mit dieser Schalltafel so gar nicht klar. Joffrey, sieh das Tor! Juhu!
So, jetzt muss er da wieder mit dem Stromding reingehen. Na? Mach doch mal, genau. Ja. Hm. Da ist der will die Wurst nicht loslassen. Erschießt ihn! Erschießt ihn! Ein Velociraptor? Nein, kein Velociraptor. Vielleicht wurde bei einer anderen Ausgrabungsstätte was gefunden. So, haben wir mal wieder einen Checkpoint erreicht. Ich bin mir ganz sicher, genau hier befindet sich ein Raptor. Yep, hier bin ich goldrichtig. In ein paar Minuten habe ich es geschafft. Nur noch ein bisschen. Ach, das eine Mal, dass ich keine Schere dabei habe. Mhm. Na komm, wer war denn das? Was ist das überhaupt, ein Weberknoten? Denk dran, die Doktoren Settler und Grant wollen, dass wir bei diesem Fossil größte Vorsicht walten lassen. Ja, das kaputt hier. Muss ja sein. Die Zeit nehmen wir uns einfach. Selbst ja auch immer. Beim nächsten Mal bringe ich einen Sandstrahler mit. Ha! Aber was gefunden? Ein Velociraptor? Ja, und in gutem Zustand. So, Mädchen, machen wir alles kaputt hier. Schick Flo auch. Noch ein Schick Flo. Dann kommt hier. Ah, alle kaputt machen hier. Oh! Gut, ich bin abgestürzt. Ja. Hier kann man noch was mitnehmen. Finde ich gut. Was haben wir diese Weiber so weit springen können? Das ist ganz lustig. Dann brauchen wir mal wieder was. Oh, eine Sandburg. Oh. Cool.
Was habe ich meine Freundin da überfahren? Hier kommt man nicht hin. Ach, das finde ich ja doof. Vielleicht ist das ein Palsteg. Los, ausgraben. Vielleicht finden wir was. Mano, es war da drüben. Ich war so nah dran. Wenigstens ein Teil der Lorbeeren gebührt mir. Es war praktisch mein Fund. Komm weiter, Junge. Festgeschraubt. Was haben wir denn hier noch schönes? Beweg dich! Puh. Bis ich das Ding da rauskriege, bin ich ausgestorben. Ein Presslufthammer? Das ist eine Bombenidee. Ich bin auch ganz vorsichtig. Du, hast du etwas Kleber dabei? Aber er kann das natürlich alle Luft bauen. Sechzehn Zentimeter lange Raubkralle, scharf wie ein Rasiermesser auf der Mittelzehe. Raptorkralle. Dr. Grant, Dr. Sattler, wir sind fertig. Versuch. Ich hasse Computer. Beruht auf Gegenseitigkeit. Seil abkappen. Auf. Versuch du es mal. Oh, Vorsicht, dieses Seil hält. Wie nennt man das noch? Ist mir auf der Zunge. Und Moment, da ist es hin. Dieses Seil hält zerbrechliche Ausrüstung. Oh, oh, sorry. Der perfekt erhaltene Schenkelknochen eines Compsognathus. Wirklich? Oh, nein. Das ist meiner. Ich hatte Hähnchenschenkel zu Mittag. Die Sprüche manchmal. Oh, wir sind noch ein paar Münzen. Okay, jetzt weiß ich, was das Problem ist. Es braucht zwei Räder, nicht nur eins. Und einen Lenker. Deswegen bist du runtergefallen, Dave. Kein Lenker. Na? Vielleicht kann ich helfen. Nee, deine Hilfe brauche ich nicht. Wahrer Überlebender. Haben wir das schon mal auf... unter Prozent Level? Oh ja, sieht viel sicherer aus. Es war echt schwer, das Gleichgewicht zu halten. Und hier haben wir noch ein Rad. Das machen wir mal dahin. Fantastisch! Jetzt sieht es genauso aus wie in der Anleitung. Das Programm ist unglaublich. Noch zwei Jahre und wir brauchen nicht mal mehr zu graben. Wo bleibt denn da der Spaß?
das Ding ist cool. Das Ding sieht aus wie ein 2-Meter-Truthahn. Das ist irgendwie lustig, das Teil. Da kommt ein Helikopter. Juhu! Oh. Ah! Oh, Gott. Lass mal die Münzen hier ein. Achso, da kommt wieder nur Zero. Genau. Und sie kann wieder nicht bauen. Dann machen wir das doch gleich mal. Dastehen. Sammeln wir noch ein bisschen von diesen Dingern hier ein. Bevor wir jetzt zu dem Alten da reingehen. Da können wir auch noch mal gucken gehen. Gefunden. Alles lohnt sich alles. Hier ist noch so eine Burg. Was ich jetzt kaputt gemacht habe. Und der kann das auf jeden Fall nicht. Na komm, dann gehen wir mal rein. Wer sind Sie eigentlich? John Hammond. Ich besitze eine Insel. Eine Art biologisches Reservat. Spektakulär. Ich habe keine Kosten gescheut. Unsere Attraktion wird die Kinder um den Verstand bringen. Wenn ich Sie dazu überreden könnte, den Park quasi abzusegnen, könnte ich meinen Terminplan einhalten. Was für ein Park ist das denn? Er fällt in Ihr Fachgebiet. Also Sie beide buddeln Dinosaurier aus? Naja. Wir versuchen es. Sie werden sich an Dr. Malcolm gewöhnen müssen. Er leidet an einem entsetzlichen Übermaß von Persönlichkeit, besonders für einen Mathematiker. Chaos, Chaos-Theoretiker, um genau zu sein. So, dann haben wir das Prolog erstmal abgeschlossen.
Und dann kriegen wir noch ein paar Zusatzinhalte, wie Gabelstapler, Kehrmaschine und was auch immer noch dazugehört. Aber ich würde dann erstmal sagen, das war's dann erstmal fürs Erste. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, schreibt mir gerne in die Kommentare rein. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wie gesagt, habt ihr mitgekriegt, es wird auf jeden Fall noch ein Infovideo mal demnächst geben, wo dann genau drin steht, wann denn immer meine Videos veröffentlicht werden, aber ihr könnt ungefähr immer damit rechnen, so jeden zweiten Tag ungefähr, also alle zwei Tage wird es auf jeden Fall immer was von mir geben, damit euch nicht ganz so langweilig ist. Wie gesagt, natürlich will ich nicht jedes Mal immer was Neues anfangen, aber ich muss ja versuchen, irgendwie dann immer natürlich auch das, was ihr dann auch mögt, natürlich zu bedienen. Hauptsächlich spiele ich natürlich nur das, was mir am liebsten ist. Also ich lasse mir natürlich auch nichts aufdrängen, was ich nicht spielen will. Aber wie gesagt, die Lego-Spiele sind immer super toll. Und ja, wie gesagt, das wäre es dann erstmal für heute. Schaltet beim nächsten Mal auf jeden Fall mal rein. Und dann sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer OE Hedges XHD und ciao!